Herzlich willkommen zu meinem Vortrag zum mündlichen und schriftlichen Beschreiben. Kompetenzen von Deutsch als Zweitsprache Lernenden in der Sekundarstufe 1, Klasse 5. Mein Name ist Tanja Fuhr und ich arbeite an der Universität Kassel im Masterstudiengang Deutsch als Fremdsprache, Deutsch als Zweitsprache und trage hier im Rahmen des Themenschwerpunkts 1 auf der FADAF-Tagung vor. Beschreiben können. Was bedeutet diese Qualifikation im Kontext der Bildbetrachtung im Kunstunterricht? Ich möchte dazu zur Beantwortung dieser Frage mit einem Beispiel aus dem Forschungsprojekt zur integrierten Sprachbildung im Kunstunterricht einsteigen. Ein Zweitsprachenlernender beschreibt ein Bild. Hören Sie bitte die Bildbeschreibung und versuchen Sie, diese nachzuvollziehen. Dann habt ihr euch auch mit diesem Bild beschäftigt, die Bauernhochzeit. Ich halte es hier so hin und du beschreibst mir das Bild. Wie? Bild beschreiben. Ach so. Da ist ein kleines Mädchen, die gerade isst. Da ist so ein Mann, der gerade Bier, so Wasser schüttelt. Und so, wie heißt das? Wo er reinschüttelt. Das habe ich jetzt auch vergessen. So ein Be Hä? Ich habe vergessen, wie das heißt. So. Trinknapf oder so. Und da sind zwei Dudelsackspieler. Da ist ein Ehrengast. Da ist ein Gast, der gerade also Teller reicht. Und da ist noch so diese. Wer ist das nochmal? Ich weiß nicht, wie das nochmal. Und konnten Sie die Bildbeschreibung nachvollziehen oder war es schwierig? Die Frage ist ja auch, was erwarten wir eigentlich von so einer Bildbeschreibung? Und was bringen die Deutsch als Zweitsprache Lernenden mit? Und sind diese Erwartungen im Kontext des Kunstunterrichts angemessen? Auf die ersten und auch auf diese Fragen möchte ich im Rahmen meiner Präsentation eingehen und dazu folgende Punkte behandeln. Ausgehen möchte ich vom Kunstunterricht, den Bildungsstandards und der Bildrezeption. Und möchte dann des Weiteren näher auf den Untersuchungsgegenstand, die Beschreibung, im schulsprachlichen und fachlichen Kontext des Kunstunterrichts eingehen und mich mit den Leistungserwartungen und Beurteilungskriterien beschäftigen. Dann komme ich zum Forschungsdesign, zu den Fragestellungen und dem Aufbau der Untersuchung. Im Anschluss möchte ich ausgewählte Beschreibungen von Zweitsprachelernenden in der Klasse 5 analysieren, und zwar zur mündlichen Beschreibung und zum schriftlichen Beschreiben in Relation zu Bildskizzen. Abschließend werde ich meinen Vortrag mit einer Ergebniszusammenfassung und einem Fazit. Kommen wir zum ersten Punkt. Der Bund Deutscher Kunsterzieher, BDK, hat 2008 die Bildungsstandards für den Kunstunterricht definiert. Übergeordnet ist die Vermittlung von Bildkompetenzen, was so viel bedeutet wie ein qualifiziertes Umgehen in Bildern. Die Schüler lernen dazu, Bilder wahrzunehmen, zu verstehen, also ihre Eigenarten, die Zusammenhänge und ihre Wirkung in unterschiedlichen Bereichen beschreiben, deuten und damit umgehen zu können. Die Handlungsfelder des Kunstunterrichts sind die Produktion, Rezeption und Reflexion. Und die Bildbeschreibung ist vorrangig im Bereich der Rezeption wiederzufinden, aber auch in den anderen Bereichen. Im Bereich der Rezeption sind die Operatoren benennen, beschreiben, deuten und beurteilen von Bildern zu finden. Und so heißt es zum Beispiel zum Beschreiben, die Schüler können Material vom Inhaltsbeziehungen beschreiben oder auch strukturiert beschreiben. Das Problem bei diesen curricularen Vorgaben, bei den Bildungsstandards für die Klasse 10, aber auch bei den curricularen Vorgaben für die Klasse 5, ist, dass sie offen lassen, wo genau bei der Vermittlung der Beschreibung in der Klasse 5 angesetzt werden kann.
Daher lohnt sich ein Blick auf die schulsprachlichen Erwartungen an die Bildbeschreibung, also die Bildbeschreibung als traditionelle Aufsatzart. Diese wird auch als schulische Übungsform der Sachverhaltsdarstellung definiert, deren Funktion es ist, einen Bildgegenstand aufmerksam zu betrachten und das Dargestellte genau wiederzugeben. Dazu gibt es zahlreiche Lernvideos, beispielsweise auf YouTube, und ich lade Sie jetzt dazu ein, sich die typischen Charakteristika dieser traditionell schulsprachlichen Textsorte nochmal zu vergegenwärtigen, indem Sie jetzt kurz stoppen und sich ein Video anschauen. Sie können mir aber auch einfach weiter folgen. Heute definiert man in der Deutschdidaktik die Bildbeschreibung als zweckorientierte Sprachhandlung. Das bedeutet, eine Beschreibung eines Bildes sollte in einer bestimmten Kommunikationssituation immer einen Zweck haben. Zum Beispiel beschreibe ich Ihnen ein Bild, was ich zuletzt in einem Museum gesehen habe, von einem Künstler oder einer Künstlerin. Und dieses Bild hat mich sehr berührt oder hat mich sehr beschäftigt, und ich beschreibe Ihnen dieses Bild kurz und beschreibe Ihnen auch das, was mich beschäftigt hat. Oder aber ein Bild ist geklaut worden und man beschreibt es möglichst genau, um dafür eine Expertise zu entwickeln oder auch einen Suchauftrag aufzugeben. Abraham und Beisbart legen 2008 Kriterien für diese schulsprachliche Textsorte Bildbeschreibung in einem funktionalen Zusammenhang fest. Und das sind ähnliche Kriterien wie bei der traditionellen Bildbeschreibung, aber die sind erweitert um folgende Punkte. Überprüfbarkeit, Gegenstandsangemessenheit entsprechend dem Kontext, die Strukturierung der Sprechhandlung im Sinne der Zielsetzung, der Situation und der Adressaten, die Verwendung von funktionalen, zielgerichteten sprachlichen Mitteln und die Verwendung von angemessenen Begriffen. Welchen Zweck hat also die Bildbeschreibung im Kunstunterricht? Dazu komme ich als nächstes und möchte erstmal auf den Beschreibungsgegenstand eingehen, nämlich die Kunst. Und Behring hält fest, dass Kunst nur schwerlich auf eine eindeutige Funktion und ein Ziel festlegbar ist, denn gerade Irritation und Nichtpassung zu dem bestehenden Wissenssystem sind die besonderen Merkmale von Kunst. Wenn also Kunst sich auszeichnet durch Irritation und Nichtpassung, dann steht ja eigentlich die traditionelle Form der Bildbeschreibung, die Eindeutigkeit und Genauigkeit, Präzision und Sachlichkeit fordert, dem doch gegenüber. Und es bleibt zu diskutieren, passt das überhaupt zusammen? Dazu möchte ich mit Ihnen Forschungsergebnisse zur Kunstrezeption und Gesprächen über Kunstwerke anschauen. Schon 1983 hat Otto festgehalten, dass die Kunstrezeption im Kunstunterricht folgenden Phasen folgt. Es gibt eine Anfangsphase, die Perzeptbildung, wo ein individueller Betrachtungsprozess der Schüler stattfindet. Dann eine Mittelphase der Konzeptbildung, der Analyse des Bildes, und dann eine Endphase, die Allokation. Wenn der Lehrer Hintergrundwissen einbringt zur Erschließung des Bildes, können dann Bilder gedeutet werden. Bisherige Forschungsergebnisse zu Gesprächen über Bilder mit überwiegend monolingual aufwachsenden Kindern, die das Gymnasium besuchen, haben Folgendes für diese Phasen ergeben. Die erste Phase zeichnet sich aus durch suchendes und nicht festgelegtes, also orientierendes Sprechen. Sprechmuster des Zeigens und Wertens, des Gefühlsausdrucks sind zu verzeichnen, die Sätze sind meistens verkürzt. Dann wird der Austausch zunehmend strukturierter und ausführlicher, eigene Wertungen werden markiert und es findet ein kontroverses Sprechen beim Austausch der verschiedenen Perspektiven zum Bild statt. Dann in der letzten Phase versuchen Schüler auch, die verschiedenen Perspektiven zusammenzubringen und ihre Bilder oder das Bild zu deuten. Sie wägen ab und auch die Äußerungen werden zunehmend strukturierter. Wenn man sich das Ganze betrachtet, lässt sich festhalten, dass sich die Kunstrezeption von einer subjektzentrierten Position hin zu einem eher hermeneutisch verankerten Begreifen bewegt. Wenn wir uns das jetzt nochmal Überblick anschauen und überlegen, welche Vorgaben zur Vermittlung und zur Beurteilung des Sprechens und Schreibens über Kunstwerke vorliegen, dann haben wir folgende Bereiche. Die traditionelle Aufsatzdidaktik, die sagt, okay,
Beschreibungen sollten wirklichkeitsgetreu, genau, klar und sachlich sein. Dann die aktuelle Aufsatzdidaktik, wo die Beschreibung zweckmäßig und ausgerichtet an funktionalen kommunikativen Zusammenhängen sein soll. Je nach Anforderung des Faches bleibt dann zu fragen, wie und was das bedeutet. Und wenn man dann in das Fach Kunst schaut, dann ist eigentlich bei Kunstgesprächen zunächst und bei der Begegnung mit der Kunst tritt eine Unbestimmtheit auf oder auch eine Offenheit aufgrund des Charakters der Kunst. Eigene Sichtweisen werden eingebracht und das Sprechen ist eher suchend in einer Anfangsphase und wird erst zunehmend strukturierter. Damit komme ich zu meinen Fragestellungen und dem Forschungsdesign. Ausgehend davon ist die Frage dann wichtig, wie beschreiben dann Zweitsprachenlernende am Anfang der Klasse 5 im Kontext des Kunstunterrichts Bilder? Und inwieweit eignen sich die genannten kunstpädagogischen und schulsprachlichen Vorgaben dazu, die Bildbeschreibung der Fünftklässler im Kontext des Kunstunterrichts beurteilen zu können? Und wo könnte die Vermittlung in der Klasse 5 ansetzen? Zur Beantwortung der Fragen habe ich schriftliche und mündliche Sprachdaten zur Kompetenz beschreiben, sowie Skizzen und Notizen der Schüler zu Bilddetails zu Bruchels Gemälde Die Bauernhochzeit von 1568 erhoben. Diese Erhebung fand im Kontext eines 2 Schuljahre umfassenden Praxisforschungsprojekts zur integrierten Sprachbildung im Kunstunterricht der Klasse 5 mit dem Untersuchungsfokus sprachsensible Vermittlung statt. Erhoben wurden Daten von 16 Lernenden mit nachgewiesenem sprachlichen Förderbedarf. Und zwar zu folgendem Bild. Zur Bauernhochzeit von Peter Bröchel. Die Schüler hatten im Unterricht nach einer ersten Begegnung mit dem Kunstwerk die Aufgabe erhalten, ein Informationsplakat in Partnerarbeit zur Bauernhochzeit zu erstellen. Sie sollten sich dazu vorstellen, dass sie die Braut sind, die hier hinten sitzt, an der Wand, oben drüber eine Brautkrone unter einem oder vor einem grünen Vorhang. Und ihr ist langweilig und sie beobachtet die Gäste genau. Langweilig deshalb, weil in der Literatur zu dem Bild steht, dass die Braut sich bei ihrer Hochzeit mit keinem unterhalten durfte, sie durfte nichts essen und nichts trinken und ihr Bräutigam war nicht anwesend. Die Schüler sollten verschiedene Bildmotive beschreiben, skizzieren und diese Sachen dann so auf einem Präsentationsplakat anordnen. Dazu wurden den Schülern nach ersten Anlaufproblemen im Rahmen des sprachsensiblen Fachunterrichts Hilfezettel gegeben und mit ihnen wurde auch erarbeitet, was das bedeutet, wie man eine Skizze dann auch beschreiben kann. Meist fertigten die Schüler zuerst ihre Skizzen an, weil ihnen da der Zugang leichter gefallen ist und erst danach arbeiteten sie mit diesen Notizzetteln. Parallel zum Kunstunterricht wurden dann von einer externen Interviewerin Daten bzw. Interviews entsprechend eines Leitfadens durchgeführt, um Sprachstandsdaten zur Bildbeschreibung zu elizitieren. Ich spiele jetzt Ihnen ein Beispiel einer Schülerin im Alter von 11 Jahren vor. Okay, und ihr habt euch mit dem Bild Die Bauernhochzeit beschäftigt. Mhm. Kannst du mir das Bild beschreiben? Also, die Braut da, da oben ist ein Krone. Hm. Und die Frau darf nichts essen und so und nichts reden. Und darf nicht neben ihrem Mann reden. Also mit ihrem Mann. Mhm. Und die dürfen überhaupt nicht reden und. Und die Braut muss ganz halt nur sitzen bleiben. Und ist traurig. Und kannst du mir das Bild genauer beschreiben? Nicht so ganz. Da vorne, ja, die beiden, das sind musikalische. Und die spielen Dudelsack
Und da ist ein Mensch, die so immer so ein Kleid, also eine Mantel hat oder Umhang hat. Und ja. Und da wurde man. Und da ist die Kelch, oder? Bei der Analyse der gesamten mündlichen Beschreibung fällt auf, dass wie in diesem Beispiel und in dem ersten Beispiel häufig eine Einordnung fehlt. Die Bildgegenstände werden benannt ohne Bezug zum Bildganzen und Bildthema, sodass es schwer fällt, die Bildbeschreibung nachzuvollziehen. Die Schüler suchen nach Worten und Formulierungen, teils verwenden sie schon Wörter, die im Kunstunterricht erarbeitet worden sind, aber sie können ganz schwer die Lage dieser Bildgegenstände im Bild beschreiben. Es gibt während der Interviews keine Urteile oder auch keine emotionalen Äußerungen, aber bei der Erstbegegnung mit dem Kunstwerk im Unterricht fand so etwas statt. Ein mögliches Problem, was sich bei diesen Interviews schon gezeigt hat und bei dem ersten und bei dem zweiten, ist die Funktionslosigkeit der Bildbeschreibung, da beide, sowohl die Interviewerin als auch die Schülerin, das Bild gleichzeitig sehen. Und die Interviewerin hat ihr festgehalten, dass sie das Bild immer weiter weggehalten hat, damit die Schüler nicht die ganze Zeit nur auf die Bildgegenstände zeigen, also mit ihren Fingern zeigen, sondern versuchen, diese auch zu beschreiben mit Worten. Dieses Zeigende steckt auch in den Sprachmustern des Zeigens und Deutens, also in diesen Deiktika. Und in fast jeder Bildbeschreibung wird das Hintergrundwissen, also das, was man nicht in dem Bild sieht, also dass die Braut mit keinem sprechen darf, dass sie vielleicht deswegen traurig ist, hervorgehoben. Hier eine schriftliche Beschreibung des Gemäldes von einem Schüler, der 12 Jahre alt ist. Die Bauernhochzeit von Pieter Pröchel. Das Thema ist die Hochzeit von Pieter Pröchel. Die Gäste essen, reden, trinken. Die Frauen sind altmodisch gekleidet und die Männer ritterlich gekleidet. Die Braut darf nicht reden, essen, trinken. Die Holztür benutzen sie als Träger. Das kleine Kind unten links hat ein Messer. In Holland wurde es gemalt. Es wurde in allen Farben gemalt. Die Knechte spielen Musik auf einem Dudelsack und tragen das Essen rum. Braun wurde am meisten benutzt. Das Gemälde ist von Pieter Pröchel. Hier feiert man die Hochzeit mit Metallstühlen und Tisch und man feiert eine Hall. Der Raum ist eine Scheune. Die Analyse der schriftlichen Beschreibungen hat ergeben, dass auch hier häufig die Einordnung fehlt. Zwar nennt dieser Schüler das Bild Thema, die Bauernhochzeit und eine Feier und was die Menschen machen, aber dies fehlt auch in einigen anderen Bildbeschreibungen. Die Bildgegenstände werden meist ohne Bezug zum Bild Ganzen beschrieben, also ohne Bezug zum Bildthema und zur Bildform. Die Bildbeschreibung folgt der Wahrnehmung, also von einem zum anderen Bilddetail springend, ist unstrukturiert und eher aufzählungsartig. Teils haben wir hier Bilderzählungen, also die Schüler erfinden eigene Geschichten, ausgehend von Hintergrundinformationen. Sie bewerten das Bild auch in Bezug zu ihren eigenen Erfahrungen, zum Beispiel altmodische Kleidung oder wir feiern heute die Hochzeit in einer Halle mit Metallstühlen. Bei den Skizzen und Notizen ergaben sich auch ganz spannende Ergebnisse. Größtenteils, also bei den meisten 14 Lernenden, war es so, dass sie detailreichere Skizzen von den Bildausschnitten angefertigt haben im Vergleich zu der sprachlichen Produktion, die etwas zurückblieb. Also die meisten Schüler konnten wesentlich differenzierter skizzieren als beschreiben, in Stichpunkten beschreiben. Und daher lässt sich davon ausgehen, dass die Schüler die Bilddetails wahrgenommen haben, zum Beispiel einen Löffel hinter einem Ohr oder dass ein kleines Kind ein Messer am Gürtel trägt oder aber auch, dass ein Hund unter einem Tisch sitzt, aber das nicht in Worte gefasst haben oder auch fassen konnten. Wie beschreiben Zweitsprachenlernende am Anfang der Klasse 5 im Kontext Kunstunterricht also Bilder?
Wenn wir die Ergebnisse zusammenfassen, lässt sich Folgendes festhalten. DATS-Schülerinnen zu Beginn der SEC 1 können Bildgegenstände unzusammenhängend benennen, teils die Lage von Bildgegenständen im Bild beschreiben, Bilder bewerten, ihre eigenen Ideen und Erzählungen zu Bildhintergründen entwickeln und auf Besonderheiten hinweisen. Sie können aber noch nicht logisch und nachvollziehbar ausgehend von einem Gesamtzusammenhang beschreiben. Sie können also nicht strukturiert Beschreibung und bei der Beschreibung der Bildeinhalte eingangs das Thema benennen und die weiteren Bildgegenstände in Relation dazu setzen. Sie können auch nicht sachlich, neutral und detailliert beschreiben und auch noch keine Materialform-Inhaltsbeziehung beschreiben und dabei auf relevante Darstellungsmittel wie die Farbigkeit oder die Komposition des Bildes eingehen. Schwerfallen tut es den Lernern auch, eigene Wertungen und Deutungen in Bezug auf die dargestellten Sachverhalte zu begründen. Inwieweit eignen sich also diese schulsprachlichen Vorgaben oder auch Erwartungen an die Bildbeschreibung, um die Fünftklässler im Kontext des Kunstunterrichts beurteilen zu können? Diese Erwartungen an eine Bildbeschreibung eignen sich im Kunstunterricht zu Beginn der SEC 1 in der Klasse 5 nur bedingt, um die Beschreibung von Kunstwerken zu beurteilen. Und wo könnte man dann bei der Vermittlung der Beschreibung im Kunstunterricht der Klasse 5 ansetzen? Nicht bei den schulsprachlichen Erwartungen, sondern bei dem Moment der Irritation, der Spannung durch Kunst, bei der Suche der Lernerinnen und Lerner und bei ihrem persönlichen Blickwinkel. Beispielsweise beim Fantasieren und Erzählen von Bildern und vor allen Dingen durch einen sinnvollen Austausch in Zusammenhängen, in denen es notwendig ist, ein Bild zu beschreiben, das das Gegenüber nicht sieht. Und diese Situation gilt es zu inszenieren, zum Beispiel in Rollenspielen. Und wichtig auch, und das haben diese zwei Beispiele auch gezeigt, darauf bin ich nicht so im Detail eingegangen, ist, dass die DATS-Lernenden dabei unterstützt werden durch das Scaffolding, also das sukzessive Heranführen an den konzeptionell schriftlichen Bereich für die Bildbeschreibung im Kunstunterricht. Ich komme zum Ausblick. Wünschenswert wäre die Entwicklung von Instrumenten der Kompetenzbeschreibung im Kontext des Kunstunterrichts und auch in Bezug auf das Fach Kunst und die Operatoren in den Kerncurricula in den Bildungsstandards, ausgehend von den Kompetenzen der DATS-Lernenden. Ich versuche mich gerade daran und ich finde das sehr schwierig und würde gerne nachher dazu mit Ihnen in Diskussion kommen. Und bin gespannt auf Ihre Fragen. Abschließend möchte ich noch die Literatur einblenden, also ausgewählte Literatur, insbesondere zu den empirischen Untersuchungen. Und bedanke mich hiermit für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf eine angeregte Diskussion.